Wenn ihr den jungen Mann mal unterstützen wollt, viel Fortnite 7, Leute. Kann man Düsseldorf A von Reportagen, Axel Voss, Artikel 13, District bei Reportagen. Axel Voss, Artikel 13, District bei Reportagen. Mal gucken. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht beleidigt oder so. Aber Reportagen macht er sonst. Geile Tracks. Hat geile Tracks. Deshalb hören wir da mal jetzt rein. Axel Voss will das Projekt jetzt ganz, ganz schnell zum Abschluss bringen. Also das Erste, was passieren wird für die kleinen YouTuber, ist mehr Copyright-Strikes. Stopp die Zensur! Stopp die Zensur! Ich halte das für einen Skandal. Memes sind ja auch nicht mehr möglich dadurch. Türker-Memes oder so. Heute, liebe Kinder, geht es um den schlauen Axel Voss. Ein Mann, der keine E-Mail schreibt, der klärt alles per Flaschenpost. Er weiß doch nicht, was WLAN ist, als käme aus nem Rattenloch. Wir klären das hier friedlich, nicht aggressiv mit Kalaschnikows. Denken wie wir sagen ja und nicken wie ein Wackelkopf. Ich bin froh, wenn jemand hier Maul mit der Krawatte stopft. Sie verstehen die Lage nicht, arrogant wie ein Plattenboss. Wir sind keine Bots und es wird Zeit, dass sie die Masse stoppt. Danke AP7 für die 22, ich hab Hunger, gib mal was ab. Bruder, schwierig, schwierig. Egal ob Insta oder Pinterest, wir alle sind betroffen, save your Internet. Wir sind da und verteidigen die Plattform, kämpfen gegen an wie dieser eine Typ aus Plattform. Egal ob Insta oder Pinterest, wir alle sind betroffen, save your Internet. Wir sind da und verteidigen die Plattform, kämpfen gegen an wie dieser eine Typ aus Plattform. Was sagt ihr bisher, Leute? Ich weiß, seine Stimme ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, aber der kann halt gut flowen. Und hat's auch eigentlich drauf, muss ich sagen. Sonst, lyrisch war eigentlich auch in Ordnung bisher. Er hat ja gesagt, er wird jetzt nicht beleidigen oder so. Aber, ja, wir machen weiter. Kreativität kennt keine Grenzen, außer mit Lizenzen. Wir lassen uns nicht bremsen. Ich mach kein Content für Maschinen, sondern für Menschen. Es gibt keinerlei Schutzmaßnahmen. Was haben Sie für Pläne und wo ist da die Struktur? Das ist mehr als nur Zensur. Fick die Internetkultur. Fick die kleinen Unternehmen. Millionen Firmen dagegen. Ohne groß zu überlegen, wird hier alles ignoriert. Wir haben keine Filter, aber kleinere Kanäle werden automatisiert, ausradiert und blockiert. Lieber Herr Schulze, wechsel bitte dein Beruf. Nach deinem Tweet kann man sehen, Politik tut dir nicht gut. Boah. Das war zu krass, Leute, ne? Ich kam echt nicht drauf. Habt ihr davon mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Ein Politiker, der für Artikel 13 ist, jetzt sagt der, jetzt kommen wieder sekündlich Mails zum Thema Upload-Filter in Artikel 13 rein. Mein ganz davon abgesehen, dass diese Inhalte nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mensch, Google, ich weiß, dass ihr sauer seid, aber habt ihr diese Hashtag-Fake-Aktion wirklich nötig? Ja, wenn ich sowas lese, ne? Das ist zu krass, ne? Die sehen ja bei den Demos in Köln, die in Berlin kommen wird, die werden sehen, dass das alles keine Bots sind, sondern echte Menschen. So, und wer ein Android-Handy hat, Herr Schulze, der hat auch automatisch ein Gmail-Konto. Aber da sieht man, dass einfach Leute über unsere Zukunft oder übers Internet entscheiden, die keine Ahnung davon haben. Das ist echt ein Witz. Ganz ehrlich, Mann. Dann sollen die sich wenigstens damit beschäftigen oder sich damit auskennen, anstatt einfach, keine Ahnung, so eine Scheiße dann mit Artikel 13 so zu machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so dumm einfach. Das macht für mich gar keinen Sinn. Vor allem, Leute, ihr wisst ja, YouTube hat Content ID. Ne? Das ist ein System, was YouTube eingeführt hat. Das hat 100 Millionen gekostet. Ne? 100 Millionen. Und dieses System erkennt nicht mal jeden einzelnen Song oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem FIFA-Video Justin Bieber laufen lasse und dabei rede, erkennt YouTube das nicht. So, und es gibt kein System auf der ganzen Welt, was je erfunden werden kann, wie dieser Upload-Filter. Das funktioniert einfach nicht. Die wollen was erfinden, was nicht funktionieren kann, was einfach ohne Sinn ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht gar keinen Sinn. Hiernach möchte ich ihre Fresse nie wieder sehen. YouTube ist Broadcast Yourself und keine Mediathek. Zuerst der Hashtag auf Twitter, jetzt heißt es Cry Me a River. Flat, sofort wird es bitter, 23.03. Heute gehen wir raus vor die Tür und kämpfen dafür. Artikel 31er. Heute wird die 13 zerstört, so dass jeder es hört. Artikel 31er. Heute gehen wir raus vor die Tür und kämpfen dafür. Artikel 31er. Heute wird die 13 zerstört, so dass jeder es hört. Artikel 31er. Der Beat hat sich verändert, oder?
Also eine ganz andere Hook jetzt auf einmal. So, Song kann man sich auf jeden Fall geben, Mann. Lecken sich die Finger, denn der Filter ist schon greifbar nah. Was Artikel 13? Artikel 31! Ich bin länger als 2 Jahre da, genauso wie die meisten. Doch kann man eine Software, die keinen Sinn ergibt, nicht leisten. Kleiner Tipp von Axel Foster, lösch halt deine Seite. Oh mein Gott, keiner fickt mit der Gemeinde. Danke an Yusi, der sich ständig dafür einsetzt. Ihr habt nix beendet, Alter, redet nicht vom Wild West. Egal ob Insta oder Pinterest, wir alle sind betroffen, save your Internet. Wir sind da und verteidigen die Plattform. Kämpfe gegen Namen wie dieser eine Typ aus Plattform. Egal ob Insta oder Pinterest, wir alle sind betroffen, save your Internet. Wir sind da und verteidigen die Plattform. Kämpfe gegen Namen wie dieser eine Typ aus Plattform. Wir brettern über 13 wie eine Dampflok. Ihre Aussagen sind schwammig. Axel Swamschfoss. Denkt ihr, dass die Leute sonst auf die Straße gehen? Oder sind das jetzt auch alles nur computergenerierte Bots? Warum machen wir es jetzt was? Besser spät als nie. Denn jetzt nichts zu unternehmen wäre sehr dumm und naiv. Geil, Mann. Und jetzt gehen wir auf die Straße. Parodien und auch Zitate. Sie bestimmen über alles und lächeln auf ihren Plakaten. Axel Voss, geh mal an Rente. Züchte Gurken in einem Garten. Oder such dir ein paar Hobbys. Sieg die und Lobby. Alter Merkel stimmt dafür und bricht so mit ihrem Vertrag. Jetzt habt ihr eure Bots. Hallo Vater Staat, Axel Voss, keine Ahnung, großes E. Der war geil, Mann, Alter. Ist echt so, Mann. Ohne Witz, ich kenne mich nicht gut aus mit Politik, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte zwar in der Schule Sozialwissenschaften als Leistungskurs, ne? Weiß bisschen was, klar. Aber ich bin da nicht vertieft in dieser Materie. Aber es gibt einen sogenannten Koalitionsvertrag, so. Und da stand ja einfach drin, dass keine Uploadfilter kommen werden oder kommen sollen. Und die haben einfach ihren eigenen Vertrag damit gebrochen, indem die jetzt nicht mehr sagen Uploadfilter, sondern irgendein anderes Wort haben die dafür genommen und denken, wir Menschen sind so dumm und merken das nicht, Mann. Wir leben in keiner Demokratie, das ist keine Meinungsfreiheit hier in Deutschland, Alter. Das ist echt, es kann nicht sein, dass auf 5 Millionen Stimmen einfach ein Fick gegeben wird, bin ich ganz ehrlich, das kann einfach nicht sein, Mann. Diese Petition, 5 Millionen Menschen waren dagegen und anstatt, dass man, dass dieser Axel Voss oder sonst irgendjemand Merkel sagt, okay, dann lasst uns gemeinsam eine Lösung finden, die für beide Seiten gut ist. Dann ist alles okay. Aber so, das ist einfach so krass. Darüber wurde erstmal nichts in den Medien erzählt. Die wollten das so schnell es geht durchbringen. Das ist echt eine Schweinerei, ohne Witz. Das ist echt eine Schweinerei, Mann. Ego, steht auf, geht raus, wir sehen uns auf der Demo. Hiernach möchte ich ihre Fresse nie wieder sehen. YouTube ist Broadcast yourself und keine Mediathek. Zuerst der Hashtag auf Twitter, jetzt heißt es Cry Me a River. Flatzen, Fox wird es bitter, 23.03. Heute gehen wir raus vor die Tür und kämpfen dafür. Artikel 31er. Heute wird die 13 zerstört, so dass jeder es hört. Artikel 31er. Heute gehen wir raus vor die Tür und kämpfen dafür. Artikel 31er. Heute wird die 13 zerstört, so dass jeder es hört. Artikel 31er. Na schade, schon vorbei. Stabiler Song, Mann. Sehr stabil. Props. Props gehen raus, Mann. Ja, Mann, das lassen wir alle am 23.03. auf den Demos laufen. Alle den Song pumpen. Ich bin mal gespannt. Am 23.03., da ist ja die krasse, sag ich mal, Demo. Und da wird es richtig abgehen, Leute. Hier, ich zeige euch mal ein Video, das habe ich heute gesehen. Das habe ich schon gesehen. Ne? Bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Aber hier... In 4 Minuten wird einfach gezeigt, warum Artikel 13 absolut unmöglich ist. In 4 Minuten von Wissenswert. Von dem haben wir auch dieses Ronaldo-Video angeguckt. Hier, guckt euch das mal an. Das ist ganz interessant. Das gucken wir uns noch an, Leute. Sie haben bald eine wichtige Abstimmung, wo über die Zukunft des Internets entschieden wird. Sie haben allerdings auch nur noch sehr wenig Zeit, viel über die negativen Konsequenzen nachzudenken. Geben Sie uns nur 4 Minuten Ihrer Zeit und wir erklären Ihnen, warum Artikel 13 eigentlich total absurd ist. Und wir zeigen Ihnen auch, wie er viel besser sein könnte. Wir beziehen uns bei Artikel 13 auf diese Grafik von Comunia, die die wichtigsten Punkte der Richtlinie zusammenfasst. Besonders kontrovers diskutiert werden gerade diese beiden Abschnitte der Richtlinie. Beginnen wir mit dem ersten Streitpunkt. Dieser besagt, dass Plattformen mit jedem Rechteinhaber der Welt einen Lizenzvertrag schließen müssen. Und das mit jedem. Also mit Lebenden, mit Toten oder deren Erben, mit Kindern, mit Senioren. Ja, Bruder, guck mal. Wenn ich einen Song mit Michael Jackson von Michael Jackson benutze im Stream, ich fahre nach Amerika zu seinem Grab und frag den, darf ich deinen Song benutzen, Bruder?
mit einfach absolut jedem Menschen, der schon mal eine Kamera benutzt hat, einen Text schrieb oder ein Bild malte. Das ist einfach absurd. Und auch unmöglich, meint übrigens auch die EU-Abgeordnete Julia Reda. Und weil es Google, Reddit, Facebook, aber auch kleine Plattformen wie zum Beispiel das Heise-Forum nicht schaffen werden, müssen sie andere Mittel einsetzen, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Und zwar Upload-Filter. Genau das. Immer unterstellt wird, dass das Filter seien. Stimmt ja. Wir meinen natürlich beste Anstrengungen zur Verhinderung der Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Inhalte, in Klammern Filter, die den höchsten Industriestandard erfüllen. Den höchsten Industriestandard erfüllen, das klingt ja eigentlich schon mal sehr gut. Interessant, dass ausgerechnet YouTubes Upload-Filter der einzige richtige Upload-Filter ist. Und so wahrscheinlich auch der, der den höchsten Industriestandard erfüllt. Das ist besonders interessant, weil YouTubes Upload-Filter nur ungefähr 0,1% aller Urheberrechtsverletzungen auf YouTube erkennt. Ja. Und das ist sogar noch sehr optimistisch geschätzt. YouTubes Upload-Filter erkennt kein Copyright in Texten, kein Copyright in Bildern und auch kein Copyright von sonstigen Dingen außer Musik und Videomaterial. Und selbst auch das nur sehr dürftig. Der Song im Hintergrund zum Beispiel, das ist doch ein Song, bei dem viele Songwriter, Produzenten und Musiker mitgewirkt haben. Und nur weil ich jetzt gerade spreche, versagt der Filter schon. Bei Videomaterial ist es genau das gleiche. Immer wieder liest man in Berichten über Artikel 13, dass Plattformen einfach mal eben bessere Filter entwickeln sollen, die dann mal ganz easy alle Urheberrechtsverletzungen erkennen können. Das geht nicht, unmöglich. Doch wenn YouTubes Upload-Filter bereits der beste weltweit ist und 100 Millionen Dollar zu entwickeln gekostet hat, dann will ich gar nicht wissen, was Reddit, Instagram oder auch Seiten wie das Heise-Forum an Milliarden für ihre revolutionären Filter ausgeben muss. Auch der EU-Abgeordnete Timo Wölfer kritisierte Upload-Filter mit der Begründung: Wenn man sich mit IT-Experten unterhält, sagen sie einem, wir wissen nicht, wie das funktionieren soll. Insofern verlangen wir etwas, was technisch nicht umsetzbar ist, und das ist das größte Problem in dieser Richtung. Es ist also eine unfassbar absurde Idee, Upload-Filter gesetzlich vorzuschreiben. Wenn Sie bessere Vorschläge haben, sagen Sie es uns. Ja, machen wir. Wir hätten tatsächlich einen konkreten Vorschlag, wie man Artikel 13 besser machen könnte. Statt im Vorhinein mit Filtern zu zensieren und utopische Lizenzvereinbarungen zu verlangen, sollte man es den Rechteinhabern stark vereinfachen, auf Plattformen wie YouTube Urheberrechtsverletzungen zu melden. Konkret könnte man zum Beispiel vorschreiben, dass Plattformen auf jeder Seite eine gut erkennbare Verlinkung zu einem Meldesystem haben. Wenn man dann dort eine Beschwerde meldet, muss ein realer Mitarbeiter innerhalb von 24 Stunden den Fall prüfen und das Material gegebenenfalls entfernen. Das hätte drei große Vorteile im Vergleich zum aktuellen Artikel 13. Es wäre für kleine Plattformen, auf denen kaum Urheberrechtsverletzungen begangen werden, nicht zu teuer. Es verletzt nicht den Koalitionsvertrag. Eben. Und am wichtigsten, es schützt wirklich konkret und effizient Urheberrechte. Das wäre wahrscheinlich ein Vorschlag, der beim Volk deutlich besser ankäme als der aktuelle Entwurf von Artikel 13. Aber ja, wir wissen schon, wir haben natürlich eine Sache total vergessen. Denn wen juckt schon das Volk? Viel wichtiger sind ja die Interessen der großen Verlage wie Bertelsmann oder Axel Springer. Liebe Politiker, die für Artikel 13 sind, damit ihr keine Angst vor wütenden Lobbyisten haben müsst, haben wir in unserem alternativen Vorschlag noch eine mega tolle Maßnahme integriert. Plattformen müssen statt mit allen Rechteinhabern der Welt lediglich mit Unternehmen, die einen gewissen Jahresumsatz haben und eine gewisse Menge an Rechten an medialen Inhalten besitzen, Lizenzvereinbarungen schließen. So wären auch große Verlage und Medienhäuser mit dem Artikel zufrieden. Und die Aufgabe wäre tatsächlich lösbar. Die 4 Minuten sind jetzt um. Wir hoffen, wir konnten Ihnen wenigstens einen kleinen Denkanstoß geben. Denn der aktuelle Artikel 13, so wie er formuliert ist, ist einfach nicht umsetzbar. Wenn er durchkäme, dann würde es so große Kollateralschäden geben, dass es am Ende den Künstlern und Rechteinhabern wahrscheinlich am meisten schaden würde und auch die Nutzung des Internets deutlich eingeschränkt wäre. Na, was meint ihr denn? Und was denkt ihr denn so über die Alternativen von Artikel 13? Habt ihr vielleicht sogar noch bessere Vorschläge, wie man die Richtlinie wirklich optimieren kann? Übrigens, laut einigen Quellen im EU-Parlament zeigen die Demos in Deutschland bereits Wirkung. Wenn ihr also noch etwas bewirken wollt, können wir euch nur empfehlen, an der Artikel 13-Demo am 23. März teilzunehmen. Das war's jetzt erstmal alle mit diesem etwas außergewöhnlichen und meinungsstarken Video. Macht's gut und wir sehen uns dann das nächste Mal, Leute, hier auf Wissenswert. Guck mal, in 4 Minuten, Alter, einfach ein YouTuber aus Deutschland, sehr, sehr gutes Video, wirklich sehr, sehr stark. Der zeigt einfach, wie das Ganze unmöglich ist. So.
Und die Politiker checken das einfach nicht, weil sie sich nicht mit dem Internet beschäftigen, weil die davon keine Ahnung haben. Die wollen etwas verbieten, wovon die selber nicht mal eine Ahnung haben. So, wisst ihr, wie ich meine?